денне. Тревутні секретарі покусав ілі всім роботці регулка. П'яна мадре дурає, ми не прибоєм, ач наше веродні. Оне є стіач інформації, подрачку. Алло. Guten Morgen. Beziehungsweise guten Morgen bei mir. Wir haben Sonntag, 9 Uhr. Und ich nehme die 6. Folge inzwischen auf. Die 6. Folge vom Grenzsimulator in Akaristan. Es gibt neue Gesetze, hat er gerade gesagt. Wollen wir mal einmal kurz gucken. Oh, wir haben sogar einen Brief. Lieber Kommandeur, danke, dass du für mich eine Ausnahme gemacht hast. Ich habe es geschafft, mehr zu verdienen, als ich dachte. Jetzt kann ich leicht meine Schulden abbezahlen und meine Familie aus diesem verfluchten Loch herausholen. Wir danken dir unser Leben. Wir verdanken dir unser Leben. Ich hoffe, dieser kleine Beitrag entschädigt dich für das Risiko, das du eingegangen bist. Mit freundlichen Grüßen, Pavel Zubkov. Ich glaube, das war der, den wir durchgelassen haben, obwohl wir es gar nicht durften. So, ja, warum nicht? Ne? Das hat uns $130 oder akaristische Währung gekostet und so kriegen wir wenigstens 200 wieder rein. So, was sagt die Zeitung? Arbeit für alle. Um die Moral der jungen Generation zu schützen, führt der Parteibeschluss die allgemeine Arbeitspflicht ein. Jedem Bürger wird ein Beruf zugewiesen, der ihm ein Leben in Würde und Wohlstand ermöglicht. Gleichzeitig wird angesichts der mangelnden Nachfrage nach bestimmten Berufen eine Liste der unbrauchbaren Berufe erstellt, die das Beschäftigungsniveau in bestimmten Wirtschaftszweigen regeln wird. Die Regierung schafft neue Arbeitsplätze. Echt. Entschuldigung der Königin. Während des gestrigen Besuchs einer Delegation aus dem Königreich Erkai hat sich die Königin Kalena persönlich bei Igor Akarov für den jüngsten Vorfall entschuldigt. Die Regierung hat ihre Güte beschlossen, das Embargo für Waren aus dem Königreich aufzuheben. Okay, darauf müssen wir also auch achten. Dass Erkai mit Waren wieder reinfahren darf. Das neue Arbeitsgesetz führt Regelungen für die Einreise ins Land ein. Jeder Ausländer, der zum Arbeiten kommt, muss eine gültige Arbeitserlaubnis haben. Außerdem ist Menschen mit den folgenden Berufen die Einreise untersagt. Künstler, Lehrer und Journalisten. Okay. So, der Frachtbrief, der gilt immer noch. Technische Inspektion. Im Rahmen der vom Statistischen Bundesamt durchgeführten Grenzverkehrserhebung sind die Grenzschutzbeamten verpflichtet, den technischen Zustand der Fahrzeuge zu überprüfen. Bitte beachte jedoch, dass ein schlechter technischer Zustand des Fahrzeugs kein Grund ist für die Einreise. Kein Grund ist, die Einreise zu verweigern. Weißt du, wir wollen noch TÜV spielen, ey. Auch nicht schlecht. Gut, und wieder einige neue Schmuggler. Fahrzeug gelb, Alter 49 und 450M. Na gut, dann, oh, das ist aber vieles zu beachten, ne? Dann lassen wir mal den ersten rein. Das ist aber echt viel zu beachten. Ja gut, wird schon werden. Hallo. Hast du denn Schönes? Du kaufst Waschpulver, das ist gut. Ja, ein bisschen Gewinn gemacht. Toilettenpapier 11, das ist mir ein bisschen zu teuer. Deswegen. Ja, das sehe ich genauso. Also, dann gib mir deine Dokumente. Du kriegst es wieder. Nur mal gucken, wo du danach bist. Wenn man länger nicht aufgenommen hat. Ah, hier steht kaputte Reifen, das müssen wir auch noch kontrollieren. Oh Mann. So, Uma Ukawa, das passt. Wir können auch so ein bisschen vergleichen. Weil wir haben ja genug Wahrnehmung. Das passt, das passt. Das Bild, das sieht auch gut aus. Wie alt war der Fahrer, der gesucht wird? 49, okay. 49, das ist ein bisschen zu. So, Ware hast du nicht geladen. Gut, dann gucken wir uns mal das Auto an. Reifen. Der hintere ist kaputt, also ein kaputter Reifen. Können wir schon mal markieren. Autoscheibe zerbrochen. Das sieht alles gut aus. Hier ist eine kaputte Autoscheibe. Die Scheinwerfer sind nicht beide heile. Da ist einer kaputt. Mal schnell hinten gucken. Zwei kaputt sogar. Fehlende Spiegel. Haben wir keinen.
Stoßstange und defekte Karosserie. Vorne fehlt eine Stoßstange. Das ist so geil, der deutsche TÜV, der hätte das niemals abgesegnet. Oh Mann. Die Karosserie. Okay, die Karosserie. Die sieht soweit gut aus. Ja, dann darfst du rein. Viel Spaß. Atlista. Nochmal ein Schild. Hat er gar keinen Sash. Nee, das war auch nicht das Gesuchte. Ja, Gott sei Dank. So. Warum sollte der zurück einreisen? Ich habe den Beruf vergessen. Ja, das ist, kommt davon. Ja, Lehrgeld. Ich sag ja, wie soll man sich das alles merken? Das ist immer nicht das gesuchte Nummernschild. Adil, na gut, der Name passt schon mal nicht. Passt nochmal, passt. Gültigkeit passt auch. Das passt auch. Foto passt auch. So, dann kontrollieren wir mal kurz deinen Frachtbrief. Und so, ist vorne noch was drin? Ja. So, dreimal Gepäck, zwei Reinigungsmittel. Ja, und wo ist das andere Gepäck? Da fehlt ein bisschen was, mein Freund, ne? So, der Kontrollbericht, der Frachtbrief passt nicht. Einreisegrund, Tourismus, okay, das ist dann wohl nicht mit Arbeit. Dann, handeln wolltest du nicht, okay. Mal kurz das Auto angucken. Vorne ist ein Reifen platt. So, die Tür wieder zu. Ein kaputter Reifen. Ach, huch, sorry. So. Eine Scheibe kaputt. Eine auf jeden Fall. Ein Werfer. Beiden hinteren sind heile. Vorne ist einer kaputt. Spiegel fehlt. Keiner. So, Stoßstange und defekte Karosserie. Das sieht, soweit ich das sehen kann, gut aus. So, dann muss ich noch eben kurz dein Alter einmal angucken. Nein, du bist viel zu jung dafür. Trotzdem darfst du nicht einreisen. Tschüss. Nee. Komm nächstes Mal mit einem vernünftigen Pass wieder. So. Oh, gelb, gelb. Gelb. Ja, das ist orange. Gelb kommt danach. So, das Nummernschild passt auch nicht. Hallo. Was kaufst du denn an? Waschpulver für 13. Nee, das ist mir ein... Was ist denn da schon wieder passiert? Was? Oh Gott, ich bin kein TÜV-Mitarbeiter. Oh Gott, das kann ja was werden. So, jetzt nochmal, er verkauft, das ist teuer. Nee, ist mir auch zu teuer. Das ist mir zu wenig. Dann gib nochmal deine... Ja, kriegst du wieder, keine Panik. Das Alter passt auch nicht, das ist schon mal gut. Ehrentammer, das passt. Ehrentammer, du hast Hühnchen mit? Tatsächlich. Geburtsdatum, das passt. Oh, Journalisten dürfen wir nicht reinlassen, glaube ich, ne? Ne, Journalisten nicht. Also, du kannst schon mal nicht rein wegen den aktuellen Bestimmungen. So, Name passte, das passte auch. Einreiseerlaubnis. Ehrentammer. Gültigkeit passt. AB2. Das passt auch. Kontrollieren wir nochmal deine Ware. Deine Ware sei schon dein Gepäck.
Das sieht gut aus. Und bei Chicken Nuggets. So, Reifen. Reifen sind alle heile. Scheiben sind eine kaputt oder fehlen, glaube ich zumindest. Scheinwerfer. Ohne heile, hinten auch. Wir haben einen Spiegel, wir haben zwei Spiegel. Hatte der eben eigentlich auch, bin ich ziemlich sicher. Stoßstange vorne und hinten ist dran und Karosserie war auch so weit heile, wie ich das gesehen habe. Das sieht gut aus. So, Nummer ist auch nicht das Gesuchte. So, trotzdem darfst du nicht einreisen. Wegen den aktuellen Bestimmungen. Wahrscheinlich habe ich wieder 15 Sachen übersehen. So, der nächste bitte. Bestimmt habe ich wieder. Das weiß ich, was ich übersehen habe. Okay. Ich habe doch schon links genug investiert. Ist das nicht aufgefallen? Hallo? Wie was? Gib mir die her. Das ist günstig, die kaufe ich. Zigaretten, das ist günstig mit 16. Das kann ich gerne erstmal zurückgeben. So. Du wolltest aber von dir aus schon automatisch geben. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Außerdem ist dein Auto gelb. Da müssen wir gleich mal genauer gucken. So, Melis Kurbanov. Das passt. Das passt auch. Gültig ist richtig. Das ist auch noch okay. Sag mal dein Gesicht. Das passt auch. Name passt, Haltbarkeitsdatum passt, Passnummer passt auch, Foto, Frachtweg gibt's nicht. Reifen sind alle heile. Die drei Scheiben, die du hast, die sehen gut aus. Scheinwerfer ist einer auf jeden Fall kaputt vorne. Spiegel fehlt auch einer. Sogar zwei Scheinwerfer kaputt, ein fehlender Spiegel, Stoßstange hinten ist dran, vorne fehlt, Karosserie. Das sieht soweit gut aus. So, dann leuchten wir mal das Auto ab. Ja, mein Freund. Wie machen wir dich kaputt? Mit der Axt machen wir dich kaputt. Greif doch nicht dich an, ich greife dein Auto an. Alkoholschmuggel, der. Na, siehste. So, du steigst aus. Gehst bitte beiseite. Dankeschön. Hallo. Ah, guck mal, da im Reifen versteckt. So, gemein teilweise. Auch noch was drin. So, und jetzt ist, glaube ich, mein Inventar voll, richtig? Richtig. Nicht weglaufen. So, mal eben schnell den ganzen Alkohol da rein. Die Ware, die ich selbst gekauft habe. So, dann gucken wir nochmal hier. Weil ich mit Sicherheit sowieso was übersehen werde. Das sieht alles gut aus soweit. Da ist auch nichts drin, da auch nicht. Da auch nicht. Hier wieder raus. Und nochmal auf. Das sieht man fast gar nicht, wie gemein. Gut, aber darum geht es ja auch, ne? Gucken wir noch einmal kurz auf die Ladefläche, ob da was versteckt hat. Ne, das sieht gut aus. Du bist festgenommen.
Ja. Ataiche. Ne, schön aufpassen. Ja, hier nicht Haja machen. Schön aufpassen und die letzten sind schon mal abgehauen. So, Kollege Maximow, machst du einmal hier Platz, bitte? Dankeschön. Danke, danke. So, wieder einiges verpasst. Ne? Also, Batterie, linker Vorderreifen. Da war doch gar kein Zeichen drauf. Nächste, bitte. Der Nummernschild passt schon mal nicht. Guten Tag. Passporte bitte. So, das Bild passt. Das passt nicht. Die Nummer passt. Gültigkeit passt nicht. Hacke das ab? Nein. Weil ich das mit der Uhr vergleichen muss. Ne, mit dem Datum. Ja, genau. So, bist du 49? Du bist 49. Steigst du mal bitte aus? Handeln konnten wir nicht mit dir, ne? Nein. Oh, wieder einmal versagen bei der Prüfung. So, da sehe ich aber nichts. Es sieht mir auch soweit gut aus. Na gut, er kann ja trotzdem 49 sein und nichts dabei haben. Das kann er ja auch, ne? Das ist ja, die Möglichkeit besteht ja durchaus. Weil das sieht jetzt eigentlich relativ gut aus. Ich weiß ganz genau, wenn ich den jetzt wegschicke, dass ich wieder einen reingebrezelt kriege. Weil der mit Sicherheit was schmuggelt. Ja gut, dann gucken wir nochmal dein Auto an eben. Kaputte Reifen. Nichts. Kaputte Scheinwerfer. Auch nichts. Kaputte Scheiben. Bus und Weg, bitte. Auch nicht. Karosserie. Sieht auch soweit gut aus. Stoßstange hinten vorne ist dran. Spiegel sind auch zwei dran. Das sieht soweit gut aus. Ja, ich habe Angst, dich einfach so wegzuschicken, aber. War doch 49 oder nicht? Klar, der ist ja 31 geboren. Er hat dieses Jahr das Geburtstag gehabt. Doch, der war 49. Oh, bitte. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Nö, eigentlich gibt es ja nichts zu tun. Wollen wir was ausbauen? Können wir noch was ausbauen? Lager haben wir ausgebaut. Teuer, das können wir uns auch nicht leisten. Wir werten das Auto mal auf. Ein paar mehr Gefangene rein und ein bisschen mehr Kapazität. Dann müssen wir nächstes Mal aber die Arrestzelle aufwerten, weil sonst passt das nicht mehr mit dem mit der Menge. Du kannst nur drei einsperren, aber fünf mitnehmen, das ist ja Schwachsinn. So, dann legen wir uns nochmal hin. Ich nehme einen Schluck Kaffee. Prost. Ja, weil wenn ich so weiterarbeite, dann gehen wir nämlich wirklich pleite. So, Tag 10. Mal gucken, was der 11. Tag bringt.
Paryżu, obnawy chorosznej spalicie. Gotować na żyrobot sadennaja? Die Zeitung haben wir schon gelesen. Ja, dann können wir ja schon direkt anfangen. Kommst du? Hier ist noch alles gleich, ne? Ja. Inspektion. Die beiden Schmuggler. Nummer entschuldigt schon mal nicht das Gesuchte. Guten Morgen. Was kaufst du denn Schönes? Kaffee? Aschpulver für 9, das ist doch viel zu wenig. Horoskop szamana, Atmatur. Danke. Eto prawicieli wsiem wariatko. Inny pasta dennaja, madre areaci adatiaru. Eta dennaja, menu rabotza adazamiet. Takow duraje getso. Ja, tut mir leid, du kannst gehen, ne? Ja, dann passt das ja. Du hast auch wieder Hühnchen mit? Die armen Viecher, ey. Naja, fangen wir mal an. Matej, Bonomariov, das passt. Passnummer, die sieht auch gut aus. Gültig ist richtig. Gültigkeit auch. Das Bild sieht auch gut aus. Passt. Frachtbrief hast du nicht. Reifen ist einer kaputt. Ein Reifen. Eine Scheibe. Eine Scheibe ist kaputt. Scheinwerfer sind beide heile. So, eine Scheibe kaputt. Scheinwerfer sind alle heile. Spiegel fehlt einer, nämlich der auf der Beifahrerseite. Stoßstange hinten fehlt. So, die die Karosserie sieht gut aus. So. Das stimmt. Moin, ich muss mal kurz. Heck stimmt auch. Ja, prinzipiell darfst du einreisen. Willkommen zu Hause. Und viel Spaß als Hausmeister. Siehst du bitte. Моя мадре информации это Ажна Опокана. Утробы Багришта это Данези. Moment, so befördert, das ist sehr gut. Was haben wir für eine Mission? Die Verfolgungsjagd? Überprüfe und finde das Fluchtfahrzeug. Halte den Ausbrecher mit allen nötigen Mitteln auf. Jo. Die Prüfung war sogar noch perfekt. So, da ist er, ja, denn. Gehen wir da mal ganz kurz hin. Hey, wieder hoch. Das ist ja alles auf Zeitdruck hier. Hör zu. Auto an. Das sieht ein bisschen merkwürdig so ohne Körper. Wie fahre ich denn am besten? Ich würde sagen, wir fahren geradeaus und kurz vor der Polizeistation biegen wir ab. Entschuldigung, musste einmal niesen. Weiter. Die nächste rechts. Ich weiß nicht. Habt ihr das Spiel auch? Spielt ihr das? Ich find's klasse. Könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen, falls ihr das mal auch oder falls ihr das auch spielt. Ich bin auch gerne, ne? Also Tipps sind immer gerne gesehen. Ja, an dieser Stelle Gruß an Steve Lehmann. Danke für dein erstes Kommentar. So, müsste er direkt vor uns sein. Das scheint, glaube ich, besonders mit allen Mitteln. Okay, genau. Halt den Verbrecher mit allen Mitteln auf. Wollen wir mal gucken. Boah, mal kurz die Ausrede an.
korrekt aussieht, an. Allen nötigen Mitteln. Das heißt, wir können auch mit Sicherheit von der Straße rammen, ne? Bleibst du stehen, Kollege, oder was ist los? Wie, was, warum nicht? Doch, definitiv. Am Grenz immer warten die ein. Ach, hallo? Geht's noch? Hab ich den hinten drinne? Der ist hinten drinne. Ja, da müssen wir aufpassen, ne? Die hauen bestimmt ab. Muss ich dich wieder in die Dings packen, in die Zelle. Weg da jetzt. Komm ich. Wir sind da unten. Das heißt, wir fahren direkt wieder den Weg zurück. Vorsicht. Jupp. So, ich werde jetzt aber nur noch zum Grenzposten zurückfahren und dann werde ich die Folge beenden, weil wir schon wieder fast bei einer halben Stunde sind. Aber direkt im Anschluss die nächste aufnehmen. Weil da ist gerade so ein kleiner, da ist so ein Flow drin, den möchte ich gerne ausnutzen. Aber ich muss den Kollegen, der hinten drin ist, der muss ins Gefängnis, beziehungsweise in die Arrestzelle, rechts rum. Würde mal interessieren, wenn ich das nicht in der Zeit schaffe. Ist dann die Mission, die ist dann bestimmt gescheitert mit Sicherheit, ne? Aber da kam kein Auto. Ja, wir hätten ja auch, ich hätte ja auch die Sirene anmachen können, da hätten wir den nämlich mal Stil echt verfolgen können, aber. Oh Gott, hat mich erschrocken. Fahr. Die haben mir schon wieder die Karre zerschossen. Ich pack's nicht. Ja, komm, die nehmen wir noch mit. Sag mal, kriegst du? Also, hätte er mich einfach fast über den Haufen. Ach, Gott sei Dank, ging ja schnell. Die Tatsache, dass sie markiert sind, macht es natürlich ungemein leichter, ne? So, du kommst mit. Ihr kommt auch mit, ihr Patron. Und das ist auch sehr gut. 1, 2, 3. Bitte. Könnt ihr mal. Warte mal, ich fahre da mal eben weg. So, komm, fahr mal beiseite. So. Da bist du versteckt. Schade, dass die bis jetzt nur immer Munition dabei. Alter, das Auto sieht aus. Dass die nur immer Munition dabei haben bis jetzt und kein, Alkohol oder Schmuggelware halt, ne? Mal gucken, was die Reparatur kostet. Hab die Zeit ganz aus den Augen gelassen, aber das passt ja Gott sei Dank noch. Die kostet bestimmt nicht mehr wie letztes Mal 50, sondern bestimmt einiges mehr. Ich hoffe, ich kann dich in die Arrestzelle packen. Sonst müssen wir dich gleich direkt in die Polizeistation fahren. So, ich bin jetzt mal so ein Dreist und pack vorwärts ein. Auto aus. Ich pack mal kurz aus. Oder weg. Kostet immer nur 50 vermutlich, wa? Je nachdem, wie weg der Wagen ist. So, du gehst ins Gefängnis. Das ist sehr gut. Weil da haben wir zwei, da müssen wir nämlich die dann in der nächsten Folge wegbringen. So, ich beende die Folge aber hier. Danke, falls ihr das bis hierhin ausgehalten habt. Lasst gerne einen Kommentar da. Oder auch Kritik oder was auch immer. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Habt noch einen schönen Tag und vor allen Dingen einen schönen Sonntag. Weil ich lade die Folge gleich hoch. Bis dahin. Tschüssi.